Heute wird gebasketballt. Und zwar in der Ballsporthalle. Das wird richtig, richtig cool. In der Ballsporthalle. Ja, da ist Günni. Elvis mit der entsprechenden Cabby. Einfach cool. So. So. Auf geht's. Da wären wir jetzt am Ort des Geschehens, Ballsporthalle Frankfurt. Hier ist ein cooler Hotspot, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja, und heute verbringe ich meinen Samstag, weil für einen echten Streetballer gibt es keine Regentage. Außerdem, heute hat es noch ein bisschen geregnet, geplätschert, wie man so schön sagt. Und ja, ich habe Bock auf den Ring. So, jetzt versuchen wir mal ein paar Freiwürfe. Mal sehen, wie viel ich reinkriege. 10. Ich gebe es auf, heute ist nicht so mein Tag, was Freiwürfe betrifft. Shit. Oh, aber schön ist, die Sonne ist da. Haha. Cool. Das war's jetzt hier mit dem Basketball heute. Ja, leider musste ich jetzt etwas früher abbrechen. Ich habe 49 Würfe gemacht. Jemand hat die Polizei gerufen. Die waren aber total nett. Alles gut, aber wir müssen ja alle weg. Ist nicht erlaubt, hier wo ich stehe. Das war bestimmt vorhin der nette Herr, der so freundlich zu mir war, hat die Polizei sicherlich gerufen. Ja, und die machen nur ihren Job. Von daher, ja, muss jetzt Günni weg. Da steht er. Und die ganze Reihe bis da hoch muss jetzt wegfahren. So, dann Aufruf von Elvis. So, Menü Nummer 1 ist jetzt da. Das ist Tobis. Das ist Tanjas. Der Wein. Ich trinke Vex. Und der Tobi trinkt ein Desperados. Und das ist das Essen. Das wird jetzt gefuttert. So, hier haben wir jetzt Gang 2. Was ist da drin, Tanja? Das sind Tortillas, gefüllt mit Chili. Und mit einer ganz tollen Bechamelsoße und Cheddar-Käse. Super, ja. Wohl bekommt's. So, und hier haben wir Churros. Alles gut. Wieder vier. Mexikanischer Nachtisch. Was gibt's da Besseres als Churros? Con la pasión.